Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Rufe nun die violette Flamme von ihrer primären Quelle an, um dein Energiefeld von störenden Energien zu reinigen. Dann bitte die violette Flamme, einen starken Schutzkreis um dich herum zu bilden, während du meditierst. Halte dies für den Rest deines Tages aktiv. Gib deine Absicht an, diese Meditation als Werkzeug zu verwenden, um nicht übereinstimmende Energien sowie die göttliche, weibliche und göttliche männliche auszugleichen, um die positivste Aufstiegszeitlinie für den Planeten Erde zu erreichen. Stelle dir eine Säule aus strahlend weißem Licht vor, die von der kosmischen zentralen Sonne ausgeht. Die dann
an die zentralen Sonnen aller Galaxien in diesem Universum verteilt wird. Visualisiere dieses Licht, das durch die galaktische zentrale Sonne eintritt und danach durch unsere Galaxie geht. Dann in unser Sonnensystem eintritt und durch alle Lichtwesen in unserem Sonnensystem geht, und dann durch alle Wesen auf dem Planeten Erde. Und auch durch deinen Körper zum Erdmittelpunkt. Stelle dir nun eine violette Flamme vor, die den gesamten Planeten umfasst und die Wirbel und das Energiefeld auf der Plasma-, Äther- und Astralebene reinigt. Stelle dir vor, wie die gesamte Menschheit inspiriert und geführt wird, wobei jeder seine eigene Verbindung mit seiner eigenen Seele und der Quelle hat, und zwar in perfekter Balance zwischen seinen inneren männlichen und weiblichen Aspekten. Visualisiere den Verlauf der Ereignisse auf dem Planeten Erde, die sich
in eine möglichst positive Zeitachse verlagern, weg von allen Epidemien, weg von allen Kriegen, weg von jeglicher globalen Herrschaft. Stelle dir ein weißes, rosa, blaues und goldenes Licht vor, das alle Ungleichheiten heilt, alle Armut beseitigt und der gesamten Menschheit Fülle bringt. Stelle dir einen neuen, großen, kosmischen Zyklus des beginnenden Zeitalters des Wassermanns vor, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, Liebe und Glück bringt. Zum Schluss erde bitte deine Energie im Erdmittelpunkt. Dies dient deinem persönlichen Gleichgewicht und Schutz. Dies schafft auch einen Anker oder Kreislauf, der ständig ein Kanal sein kann, durch den die violette Flamme auch nach der Meditation hindurchkommt.